Ja, ich komme aus Köln und der Abend könnte jetzt eine leichte Wendung nehmen. Ich bin 20 Jahre alt und ja, habe ich schon mal gesagt, ist auch egal. Ja. Und ja, der Song Ich komme aus Köln, also habe ich auch schon zweimal jetzt gesagt. Der Song, der handelt von den Kölner Ringen, also das ist so eine Partymeile halt in Köln und ja, ich denke, ihr werdet auf jeden Fall nach dem Song schon froh sein, dass ihr nicht in Köln lebt. Und was? Ja, okay, ich fange einfach an und ja. Und der Song, also der heißt Ich bin unterwegs auf den Kölner Ringen, ja. Ich auch lang nachgedacht über den Songtitel. Ja, das brauche ich nicht. Okay, ich fange an. Okay, es geht los. Ich bin unterwegs auf den Kölner Ringen. An der ersten Ecke steht eine Gruppe unattraktiver, besoffener Weiber vor einem Parkscheinautomaten. Die eine sagt zu den anderen, ey, hiermit kann man ja gar kein Geld abheben. Da sagt die eine zu den anderen, ey, probier's doch mal, steck doch mal die EC-Karte in den Schlitz. Und ich fragte mich, wie dumm, dumm kann man nur sein. Klatsch mal ein bisschen mit, extrem dumm, extrem dumm. Wie besoffen, besoffen kann man nur sein, extrem besoffen. Extrem besoffen, so zwei Schritte, es geht weiter, Konzentration. Ich laufe weiter die Kölner Ringe entlang. An der nächsten Ecke steht eine Gruppe Jungs vom Burger King. Der eine sagt zu den anderen, ey, ich schwöre, heute klär ich mir die geilste im Club. Ich denk mir nur, ey, so wie du aussiehst, Vollidiot, klärst du nur nicht mal die eine vom Parkscheinautomaten. So, jetzt steigt ein bisschen mit einem Refrain, also macht irgendwas, Rübsen oder irgendwas, oder irgendwie begleitet mich einfach. Und ich fragte mich, wie dumm, dumm kann man nur sein, extrem dumm, extrem dumm. Wie besoffen, besoffen kann man nur sein, extrem besoffen. Extrem besoffen, so, das ist so, es geht weiter. For the girl from Taipei, it's about very komische Leute drinking alcohol and making very crazy things and they're just stupid motherfuckers. Okay, dritte Strophe. Ich laufe weiter die Kölner Ringe entlang und schaue ein tendenziell attraktives Mädchen an. Sie sieht aus wie ein frischer Blumenstrauß. Doch da macht sie den Mund auf und die Dinge, die sie artikuliert, sorgen dafür, dass mein Magen seinen Inhalt verliert, indem ihr ihn kurz vor ihren Augen herauskatapultiert. Sie schaut mich angewidert an, was ich gut verstehen kann, doch ich rufe ihr noch hinterher, dein IQ ist wie bei einer Kuh. Jetzt nochmal der Refrain, dein IQ ist wie bei einer Kuh. Jetzt alle! Muuu! Jetzt alle Tiergeräusche machen! Dein IQ ist wie bei einer Kuh. Jetzt alle! Jetzt noch einmal scharf. Deine Kuh ist wie bei einem Schaf. Jetzt alle. Mäh. Mäh. Ja, danke schön. Das waren die Kölner Ringe. Yeah. 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 Ja, yeah, jetzt machen wir einen schönen Talk, ne? Yeah. Ein bisschen Real Talk. Ja. Ich bin ja noch auf dem Sofa. Pause. Hi. Hi. Ja,
Wieso beleuchtet? Wir sind nicht beleuchtet, aber die Leute können uns auch so sehen. Das ist ein bisschen wie ein Verhör hier, oder? Nee, es ist cool. Ich feiere das. Aber, Ey, wenn ich das jetzt auch noch trinke, dann, Dann... Dann wird's... Nicht, dass ich schon getrunken hätte, aber trotzdem. Aber alles cool. Ich würde mal sagen, läuft. Ja, also was ich noch nicht gesagt habe, ich habe Abitur gemacht dieses Jahr. Ich bin, das habe ich schon gesagt, mein Alter. Wir sagen Prost in Hamburg. Prost. Ja. Ein bisschen... Ich finde das so motivierter, geil. Ey, ich finde das so geil, dass ihr hier so geilen so Talk macht, so Artist Talk, so Künstler Talk. Das ist ein bisschen an Dreisat, oder? Ich feiere das voll. Kennst du Skobel auf Dreisat? Was? Skobel? Nee. Skobel kennst du nicht? Nee. Und seitdem ich GEZ zahlen muss, regt mich das noch mehr auf. Seit wann zahlst du GEZ? Seit gestern? Seit September. Ja, sag ich doch. Ja, stimmt, seit gestern. Also Skobel, der ist ein Wissenschaftsjournalist. Ja. Hat schon graue Haare, so wie ich. Ja. Und da geht's halt ums Eingemachte. Ja, okay. Ja, schau ich mich mal an. Politik. Ja. Ja, das ist super. Ja, du hast jetzt... Ach so, was ich sagen wollte. Entschuldigung, kurz. Was? Also ich war ja über meine Schule am Reden. Mein Abiturdurchschnitt... Was feierst du? Ich hab's nicht verstanden. Mein Abiturdurchschnitt ist 3,6. Das wollte ich nur loswerden, ist mir auch einfach wichtig, kommst dass du die Menschen Chorweiler? Das wissen. Ich komme aus Köln-Ehrenfeld, jetzt bin ich hingezogen vor zwei Monaten. Das ist sehr Juppie-mäßig. Das ist schön, ja, Köln-Ehrenfeld ist eine sehr schöne Gegend. Übrigens auch, wo das Underground ist, wo der eine Kollege traurig drüber war,